Hey yo, Freunde, willkommen zu Monster Sanctuary, neues Projekt. Das Spiel wurde mir mehrfach empfohlen. Ist ein Mix aus Metroidvania und Pokémon, sozusagen. Man erkundet anscheinend eine Metroidvania-mäßige Welt, sammelt Monster und kämpft dann in Rundenkämpfen. Mehr weiß ich nicht. Soll ganz cool sein. Die Optik scheint ganz nice zu sein. Ja, mal schauen, was da so auf uns wartet, ne? Ja, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo. Wenn es euch gefällt, würde mich sehr freuen. Schaut euch auch gerne meine anderen Projekte an. Und schaut gerne auf Twitch vorbei. Da heiße ich genauso wie hier auf YouTube. Lasst uns nicht noch länger rumlabern. Rein da. Neues Spiel. Empty. Es gibt 9 Safe Slots. Character Visuals. Ich will blond sein. Name your character. Ist das eine Frau oder ein Mann? Mach mal so. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist oder eine Frau. The Monster Sanctuary is a land far from any other human civilization. Okay. Mhm. While wild monsters are dangerous to humans, monsters raised by them grow loyal to their owners. Ja. Wie Hunde oder Katzen oder Meerschweinchen. Most of the people in Monster Sanctuary reside on the Keeper's Stronghold. Aha, geil, die haben einen grünen Blob als Haustier. Und einen Pilz. Many of them learn to raise and train monsters, ja. Das ist wie bei Pokémon. They call themselves Monster Keepers. Okay, wir sind wahrscheinlich auch so ein Monster Keeper. Oder werden zu einem. Choose the familiar of your bloodline. Oh, ein Starter wählen. Spectral Wolf, Eagle, Toad oder Lion. Fire und Erde. Water und Wind. Fire und Wind. Earth und Water. Hm. Der Eagle hat. Der Toad ist auf jeden Fall der Tank, sozusagen, glaube ich. Sehr viel Mana, sehr viel Leben. Und der Wolf hat am wenigsten Defense. Ne, fast am wenigsten. Auch am zweitmeisten Mana. Ich glaube, wir nehmen den Wolf. Also der Igel sieht nicht wirklich nach einem Igel, also einem Adler aus. Toad meine ich. Erde und Wasser. Feuer und Erde. Feuer und Wind wäre halt geil, aber ich mag den Igel nicht. Also nehmen wir Wasser und Wind. Nehmen den Wolf. Yes. Okay, es gibt... Among the most prestigious Monster Keepers, there are 4 prominent old bloodlines tied to the Monster Sanctuary's history. Okay. Each of those bloodlines is aided by a spectral familiar. Mhm. Those familiars are ageless protectors of their family, passed on from one keeper to the next. Okay, unsere Blutlinie ist scheint eine Frau zu sein. Miss Luki is just starting out to become a monster keeper. Ja, ja. As with all starting monster keepers, her journey begins on the keeper's trail. Her bloodline's familiar bears the form of a spectral wolf. Ja. Name your familiar. Boah. Holy fuck. Kann nicht tippen, okay.
Ja, nimm ein Ghost. Monsters are weird things. The only reason I'm helping you is the bond I share with your family. Most monsters are less inclined than me to help you. That is why you must always raise your own monsters. They will grow alongside you, just as I will, and they will fight for you. The best way to gain a monster's loyalty is to hatch it from its egg. Of course, we will have to fight to get those monster eggs. Look at the blob over there. A tutorial, okay. Initiate a fight by contact. We shall see if you will live up to your ancestors. Okay, es gibt also vier alte Blutlinien in diesem im Monster Sanctuary. Wir gehören zu einer, und zwar zu der, die den Spectral Wolf haben. Ah, mit vier kann ich den angreifen lassen. Okay, wir können Kampf starten, Monster wählen. Wir haben nur ein Monster, also. Okay. Wir könnten Clown-Angriff. Zweimal 100% Physical Damage. Neutral. Critical Damage plus 50%. Ice Hail. Dreimal 60% Magieschaden. Air Stickle. Viermal 40% Physical Damage. Und Mana. Okay, und die haben immer Mana-Kosten. Okay. Das sind alles Fähigkeiten, aber wir können auch normal angreifen. 3x 40% Physical Damage. Okay. Ja, aber warum? Hauen wir ihn doch mal. Ah, da steht auch immer, ob es physisch ist und ein Element dahinter ist. Alles klar. Hauen wir ihm doch einfach mal mit. Nur mit Air Sickle weg. Auf den Blob. Oh, der ist sogar weak gegen Wind. Alles klar. Okay. Bubble Burst. Mhm. Jetzt nehmen wir mal die Klauen. Flupp. Ei, ein Crit. Ich glaube, das war ein Crit. Jetzt greifen wir einmal normal an. Jawohl. Victory. Okay. Krass, das ist echt wie Pokémon. Oder Final Fantasy Pokémon und Metroidvania. There we go, we received a blob egg. Now you need to hatch it. Open the inventory menu and try to hatch it. Okay. Inventory, blob egg. Hatch egg. Yay! Ah, doch. Blob. Hallo? Ach, ich will immer tippen mit der Tastatur. Ernsthaft? Ich kann Tag. Blob Map. Nein, da ist was falsch. Blob Mac Blob Face. Jawohl. That's your first monster you hatched by yourself. Ist wahrscheinlich komplett scheiße. Right now it is weak. You will need to train it, yeah? There's much more for you to learn too. You and that blob are quite alike. Let's continue on the keeper's trail. It will lead us to old Buran, an old friend of mine. He's a patient teacher to all young keepers who seek guidance. I advise you to listen to him very carefully. Okay. Okay. Was kannst du denn? Ah, du kannst. Der kann heilen, okay. Arcane Point Damage. Arcane Bolt einmal. Und Crit. Jo. Hauen wir mal auf ihn.
Kein Crit, schade. Ob die Monster dann immer geheilt werden nach dem Kampf? Das wäre nice. Was sind denn diese 45? Ach, das ist Mana wahrscheinlich, wa? Arcane Bolt. Vielleicht nochmal ein Crit. Dann ist er tot. Nein. Dann greifen wir einmal mit ihm an. Damit der Block fertig ist. Ich heile mich einfach mal. Mag nur mal gucken. 4x69? Nice. Ah, mein Auge. Der heilt sich nur um 90, okay. 19, meine ich. 3x40%. So. Und Crit. Nochmal ein Crit. Komm. Ein Crit, bitte. Schade. Er heilt sich? Nee. Jetzt greift unser Blob McBlobface mal an. Jawohl. 4,5 Runden. Copper Small Potion haben wir bekommen. Okay. Based on the effectiveness of your combat strategy, you get a rating of 1 to 5 stars. Earning a higher rating increases the chance of getting better drops. Okay, wenn wir besser kämpfen, kriegen wir bessere Chance auf bessere Drops. Verstehe. Interact. Young Keeper, tis the Keeper's Trails beginning. For all of man, Beast and Sanctuary has beginning. Okay. Whatever. Ups. Warum kann man die nicht irgendwie überraschen? Man muss reinlaufen. Wofür ist dann der Angriff da? Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Enemy Info. Es ging wasserschwach. Gegen Feuer schwach. Okay, Feuer haben wir nicht, aber wir haben Wasser. Mach ich erstmal dich weg. Du. Oh, fast tot. Kein Crit. Oh, Barrier. Wahrscheinlich Verteidigung erhöht. Jetzt mal ganz stark schätzen. Greifen ganz normal an. Nur noch 8 Schaden. Okay. Claws macht am meisten Schaden. Okay, wir, man kann auch mit anderen zuerst angreifen. Ich verstehe. Ist eigentlich egal. Okay. Er ist halt noch, seine Verteidigung noch geboostet. Kackfliege hier. Wieso? Der Crit hat's gemacht. Schade. Magma Pillar Egg. Jawohl. Neues Ei. Und ein Level Up für Ghost. The Monsters gain experience. Ja, ja. Bla, bla, bla. New Skills. Take a look at the Skill Tree Menu. Erstmal will ich das Egg hatchen, bitte. Ja! Boah. Why not? Ich bin sehr schlecht im Namen vergeben, müsst ihr wissen. Der hat auch einen Skillpunkt direkt bekommen. Warum auf Level 2, WTF? Skills? Ah, jo. Ah. Okay. Können einen Punkt vergeben anscheinend. Spectral Flame.
Zweimal 100% sind 3x70. Einfach nur. Ah, neutraler Magieschaden. Ich glaube, das ist ganz gut. Nehmen wir einfach nur, damit er alle Dings hat. Ah, keine Skillpunkte. Du. Ignite. Feuerschaden. Sehr gut. Okay, Bolt kennen wir. Barrier. Buff-Info. 20% weniger Schaden. Shield All for 100, nee, einmal 100 plus 40% Defense. Okay. Nee. Nee, komm, wir spielen die mal auf, ne? Raupi ist unser Tank Support Buff. Weiß ich nicht. Eine Supporter quasi. Oh, eine Truhe. Taint Cestus. Eine Waffe. Man kann ihnen Waffen geben. Okay. Wie weird. Trainerkampf oder so? Nee. Just starting as a monster keeper. Did you find some equipment? Ja. Stronger by equipping them. Danke für den Tipp. Kunai. Okay, das ist irgendwie ein bisschen weird, aber ne. Wir hätten mehr Mana Regen mit dem Kunai. Testus macht, boah, gibt ja richtig viel Defense, ey. Dann nehmen wir ihm Dings. Ihm geben wir Testus für die Defense. Obwohl, ich glaube, es ist wahrscheinlich eh wurscht. Mal gucken. Können wir da hoch? Nö. Braucht man da ein fliegendes Monster, oder? Können wir noch nicht hoch anscheinend. Oder warte, von hier vielleicht? Moment. Come on. Au. Nee. Na gut. Was ist mit dir? Fellow Keeper, did you know that every single one of the monsters has a special ability? Some can be used to get rid of certain obstacles. Ach, das ist so wie ein Pokémon mit Zerschneider und so. Kann man auch auf der Weltkarte manche, oder auf der, außerhalb vom Kampf einsetzen, manche Fähigkeiten. Ah, nice. Vital Ring. Health plus 160. Gehen wir natürlich unserem Main, ne, sozusagen. Kann ich eigentlich auch wechseln, wer mit mir rumläuft? Hallo. Okay, gegen 3. Mhm. Kein Bolt. Ist gegen alle egal. Kill mal den das Fliegeviech zuerst. Ignite. Keiner weak. Wir machen mal. Nimm mal Barrier, komm. Direkt mal schützen. Spectral Flame. Ach. Ja, komm. So. Jetzt sind die dran? Oh no. Hätte ich immer direkt gekillt. Kriegen weniger Schaden. Ja, komm. Bist du. Ah, oh, du stirbst, okay. Jawohl. Die sind schwach gegen Wind, genau. Das Crit, though.
glaube, man kann auch die Kampfgeschwindigkeit erhöhen. Ich dann irgendwann wahrscheinlich auch machen. Du stirbst, jawohl. Können die verbrennen, okay. Weil ich denke mal, man wird sehr, sehr oft kämpfen. Kriegen wir jetzt mal 4 Sterne? Jawohl! Blob-Egg und Vaero-Egg. Geilo. Level up. Holen wir doch mal direkt hier ihn raus. Aber Blob, den brauchen wir nicht. Den bin ich nicht um, egal. Skills, was hat der denn? Beating. 160% physisch. Applies Might to Whole Party, stimmt. Das macht was. Machen mehr Schaden. Featherstorm. Wind und Wind. Ja, brauchen wir halt nicht wirklich, weil Windschaden haben wir ja schon, ne? Vor allen Dingen Airsicle. Der gleiche Skill. Dann gehen wir mal hier auf Sorcery. Magic. Okay. Sidekick ist. Each attack triggers an additional 40% damage hit. Wow. Komm. Geben wir ihm mal das. Ihm. Bubble Burst. Warum sind die beide hier in dem einen? Kann man dann nur einen von beiden auswählen? Wahrscheinlich, wa? Place Armor Break. Oh. Definitiv. Okay. Was steht hier? Man prospered through generations, founded cities and nations, connected by dirt and wheel, and later by steam and steel. Okay. Hier können wir hin. Tame Bracelet. Das habe ich nicht gesehen, was das gemacht hat. Mehr Defense, Mana Region, Damage Reduction. Ja, wollen auf jeden Fall. Da oben war irgendwas Komisches. Ihn erstmal richtig krass hochballern, den Wolf. Gauntlet. Plus Defense und Crit. So. This is the path to the Keeper's Stronghold. We should continue on the Keeper's Trail first and visit Old Bullrun. Ja, ist okay. Okay. Aber erstmal runter. Na, hier kommen wir nicht weiter. Zweimal Copper, okay. Damit kann man bestimmt Sachen upgraden oder bauen. Hier sind die wieder. Warte mal, die sind schlecht gegen Erde. Aber wir haben kein Erde, oder? Bin ich gerade. Ich glaube, ich bin etwas verwirrt. Egal. Ja, wir haben keine Erde, glaube ich. Armor Break, nice. Ich mache aber mal Barrier mit dir. Wir machen bestimmt recht viel Schaden. Spectral Flame. Ne, wir nehmen einfach Claws. Aber die stacken nicht, oder? Ich wollte gerade sagen. Wenn jetzt alle Might machen, dann hätten wir ein Problem. Okay, gebe ich die hier dir schon mal Acid Rain. Okay, der Blob ist gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. Was ist denn? Machen wir einfach mal. Gucken, wie das sich auswirkt. Shield.
Stirbst du? Nein, schade. Das verbraucht am wenigsten Mana. Ah, okay, wie ich gedacht habe. Das ist einfach ein Schild, der zuerst abgezogen wird. Wenn wir den haben. Nochmal Acid Rain. Schön debuffen, die Jungs. Igniten. Der stirbt. Jawohl. Juicy, juicy Crit. Ja, einfach drauf. Komm, normaler Angriff mal. Flup, flup, flup. Yay. Nur drei mal wieder. Schade. Kein Level Up, okay. Dim, dim, dim. Man knew of those who wait in the woods and caverns beyond. Yet for the treasures within the longed, for the greed of kings was great. Irgendwelche. Ich kann mit Gedichten leider nicht wirklich viel anfangen, muss ich sagen. Okay, hier können wir nicht hoch. Hello. So. Ist schwach gegen Wasser, gegen Feuer, gegen Wasser. Okay. Ja, unser Vaero hat nicht wirklich eine Daseinsberechtigung bis jetzt. Ah, der ist weak gegen Wasser, jo. Barrier. Aber Barrier brauchen wir noch gar nicht. Vielleicht kann ich sogar die eine Raupi rausnehmen. Oh, der stirbt direkt. Ich muss mal darauf achten, ob alle Monster XP bekommen oder nicht. Ich glaube aber mal nicht. Was doof ist, muss ich sagen. Acid Rain auf dich. Ignite auf dich, weil du bist dagegen schwach. Jawohl. Hierhin. Das macht ja viel Schaden. Verbrennung macht da richtig viel Schaden. Ich freue mich schon, wenn wir AOE-Attacken bekommen, muss ich sagen. Ignite. So. Jawohl. Helm und ein Rocky Egg bekommen. Ah doch, alle kriegen XP. Das ist... Oh, sehr gut. Danke, Spiel. Das finde ich sehr, sehr geil. Ein Helm. Mehr Angriff. Ja. Wem geben wir denn dann? Ihm geben wir mal den Ring für mehr Leben. Obwohl. Das Ding hat ziemlich wenig, ja. Skillpunkt. Du konzentrierst dich auf die Defense. Aura. All monsters in the party deal 5% more damage. Okay. Es ist eine Aura. Anscheinend ist sie dann immer aktiv. Also so verstehe ich das. Das ist ja geil. Also du lernst, ich meine, neutraler physischer Schaden. Heal by 15% of the damage dealt to enemies. Okay. Glory Buff. Increase Crit Chance and Crit Damage mit 20%. Aber ist das jetzt ein neuer Skill? Oder wenn wir den hier einsetzen? Probieren wir es mal aus. Ich glaube, wenn wir Claws einsetzen, dann kriegt die ganze Party Glory.
quasi mehr Crit. Schauen wir mal. Zwei Truhen. Ein Orb. Morningstar. Und wir hatten ja noch ein Egg. Ach, so einer. Boah, mit den Namen, das überfordert mich. Rockefeller. Keine Ahnung, ob das richtig geschrieben ist, aber egal. Plop, den will ich nicht hatchen. Zwei Skill... Ups. Zwei Skillpunkte. Direkt Level 3. What the hell? Die macht Erdenschaden. Sehr gut. Erde. Restore. Heal Target. Okay, können wir sie reinnehmen? Für mich ist das irgendwie ein weibliches, keine Ahnung. Können wir Rockefeller reinnehmen? Und den Blob Face rausnehmen. Place Weakness. Monster deals less damage. Ah ja. Okay. Okay.